Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, respektive zu der zweiten Folge des Spezialevents am Landhandel in unserem LS22-Projekt La Coronella. Zusammen mit dem Harry, dem Thiago und dem Carlos. Hallo. Servus. Servus. Ja, also Harry ist jetzt dran, dann gehe ich wieder aus dem Weg. Ja, ich sag Bescheid, wann es losgeht. Du kannst dich genau an die weiße Linie stellen, Harry. Einen halben Schritt wieder zurück, bitte. Perfekt. In 3, 2, 1, go. Das wird nichts, Leute. Das. Ich habe tatsächlich ein ganz gutes Gefühl dabei. Ja, sind wir gespannt. Sind wir gespannt. Ich habe das Gefühl, dass das Fahren wird das Schwierigste. Dass man da nicht zu schnell fährt. Sag mal, Thiago. Ah, bin immer noch gemutet. Thiago? Ja. Verlädt er bei dir auch Paletten? Also aktuell steht er da, ja. Aber pst. Der Mann muss sich konzentrieren. Ich glaube, der macht das gar nicht so oft, ne? Ist, glaube ich, zu weit reingefahren mit den Paletten. Gas. Gleiches Recht für alle. Ja, dann quatsche ich halt ein bisschen mit euch, wenn ich da ruhig sein muss. Ich glaube, ich werde die Zange. Ich glaube, bei denen kann man die Zange zusammenfahren, ne? Und dann gleich eine Kurve fahren, von vorne zwei Paletten nehmen, zurückfahren, die auf der Seite hinstellen, nochmal das gleiche, zack. Nee, das geht ja nicht. Das ist nur die kurze Gabel, ne? Was macht er denn? Oh. Harry, gib alles! Gib alles! Nicht nochmal korrigieren, absetzen! Dass wir den nächsten schieben. Ja. Ich glaube, aufeinander ist keine gute Idee. Leute, ich hab's. Ich fahre erst mit Stapler rückwärts dran, schieb alle zusammen und dann kann ich immer zwei aufs Mal nehmen. Das probier mal. Ich denke, das ist brillant, sage ich euch. Das ist brillant. Weil wenn ich's verbock, dann beim Fahren. Das heißt, ich muss möglichst viel Zeit beim Aufladen nutzen.
oder gut machen, dass ich dann beim Fahren schön vorsichtig machen kann. Weil ich kenne mich. Aber meine Prognose ist, Harry fixt den Zetor. Und ich will den Klaas haben, Leute. Ich will den Klaas haben. Schmeiß oben drauf. Moment kurz. Wurde angestupst. So. Ja, der Thiago hat mir kurz geschrieben, wie viele Folgen ich machen möchte. Ja, genau, oben drauf, scheiß drauf. Das ist gerade gut. Dann sehen wir das auch, wie die Paletten aufeinander reagieren. Das ist gut. Leute, wenn ihr jemals solche Events im LS machen solltet, schaut immer, dass ihr nicht als erstes fahrt. Ihr könnt so viel von den anderen lernen. Die hält ganz gut da oben. Okay, ich habe nichts gesagt. Oh. Jetzt kommt noch mal ein Hubbel. Oh! Hier hat's wieder einen. Die Kurve ist gemein, die Kurve ist gemein. Aber hat sie. Und voll durch den Hubbel durch. Oh. Bis zum zweiten Trigger, ne? So Gemütlichkeit in Person, ne? Weiß nicht, ob der. Du siehst ihn auch, oder? Mhm. Okay. Ach ja, schön. Ihr kennt doch sicher, logisch kennt ihr den, McManus, ne? Was da so Events angeht, bin ich gleich ehrgeizig wie er. Das muss klatschen, das muss Vollgas. Und meistens geht's ja eben auf. Und ich bin in solchen Dingen eigentlich ganz gut.
Die Umgefallene da. Ja. Ich bin echt gespannt, was ich für eine Zeit raushole. Also ich denke so 3,5 Minuten oder so. Das könnte ich schaffen. Kannst du dir auch auf den Boden stellen, du musst sie nicht auf den Anhänger stellen. 1,5 Minuten sollten machbar sein. Es hat schon ewig lange dran, ne? Also ich sag mal, der Christian hat sich ja vorhin ein bisschen verplappert. Er hat bei Sinan hat er gesagt, 4 Minuten sicher. Das heißt, alles, was unter 4 Minuten ist, habe ich gerissen. Boah, ich bin so gespannt, ey. Und am Ende Parkposition hier vorne wieder einnehmen. Perfekt. Zeit habe ich gebonkt. So. Sinan? Fährst du den schon zurück? Okay. Ich fahre den schon zurück, ja. Ah, meinte Thiago. So. Das funktioniert schon mal. Das ist gut. Zeitersparnis. Wie stehe ich auf der Linie? Du musst doch ein Stück Zeug. Noch. Und klitzeklein. Na. Ganz klitzeklein, ja. Jo. Perfekt. Das steht auch alles gerade hier. Motor ist aus. Ja, Motor ist aus. Kann mal jemand hier einsteigen? Ich bin gerade im Flugmodus. Wieso hast du eigentlich den Hochdruckreiniger dabei? Habe ich den schon wieder dabei? Ja. Aber ich habe doch keinen Hochdruckreiniger to go. Ja. Ist er jetzt weg? Ja, jetzt ist er weg. Ich habe das gerade schon mal gesehen. So, alles ist aus, alles steht wieder auf seiner... Moment. Angenehme Sitzposition. Ja. Als Sitzposition. So, Pablo, bereit? Nein, Moment, so. So, Pablo, es geht los in 3, 2, 1, go. Ah.
Kameraposition ist scheiße, aber ich wechsle das jetzt nicht nochmal. Keine Ausreden. Weißt du auch. Richtig Risiko, Alter. Da ist jemand richtig mutig. Nein! Darf ich die jetzt aufheben von Hand? Ja, du hast dich schon einmal gestapelt und sie ist dann runtergefallen, ja. Jo. Läuft, ne? So nicht geplant. Leute, einfach vorsichtig fahren. Wir wissen, wo die Löcher sind. Das kommt gut. Das kommt gut. Das ganze Gebiet ist vermint, ey. Das ist ganz anders, wenn man selber drüber fährt, ne? Ja. Von oben sieht es eben nur so punktuell aus. Mhm. Ich hab mir auch Mühe gegeben. Ja, definitiv. Hat aber keiner was unterwegs verloren, das ist schon mal sehr gut. Andere Kamera, so. Nein! Pick die Henne! Mensch, Mensch, Mensch. Ah, geht schon. Wie mal das Ding da rein. Nein! Was ist denn hier los, ey? So, die Zeiten habe ich notiert. So, jetzt bin ich gespannt. Ich auch.
Harry, egal wie das Ergebnis ausgeht, dabei sein ist alles. Richtig. Das ist wohl wahr, ja. Ja, also ich kann euch schon mal beruhigen, ihr habt alle was gewonnen, ne? Also von daher. Yay! Juhu! Ja, sollen wir mal runtergehen? Wollen wir uns direkt hinstellen, wo ihr was ihr gewonnen habt? Ach so, habt? Ja. Sollen wir gleich hier durch oder mit dem Bus? Nee. Wir können direkt hier runtergehen. Aber Leute, das ist der Klaas. Das spüre ich. Das ist der Klaas. So. Fangen wir mit dem dritten Platz an. Mit Harry. Das ist der liebe Harry. Der dritte Platz geht an dich, Harry. Hey, ein Zitter, geil. Den neuen Zitter. Erfährt man die Zeit? Oder? Ja, das waren 11 Minuten 33 oh. und 18 Hundertstel. Ja. Aber Harry, mal eine Frage. Du arbeitest nicht so viel mit Paletten, oder? Nein. Ja. Also, da muss ich jetzt alles zugeben. Also, bei mir ist es so mehr baggermäßig. Ja. Nee, alles gut, aber hat man jetzt schon gesehen, aber du bist noch Lernpotenzial da. Sinan hat ja viele Paletten. Ich habe sehr viele Paletten. Ja. Du wirst auch in Zukunft da ein bisschen mehr Paletten laden. Das will ich ja dann auch. Das hört sich doch schon mal gut an. Gut. Dann der zweite Platz geht an Robby. Was? Den Pablo meine ich. Was? Der zweite Platz geht an Pablo mit 6 Minuten und 62 Hundertstel. 6 Minuten? 6 Minuten und 62 Hundertstel. Nie. Das hier und ist ich? Deiner. Echt jetzt? Der Volvo gehört dir. Das kann doch nie sein, ja, oder? Das. Wie ist denn meine Zeit? Ja, lieber... Nie. Gut, am Schluss habe ich schon Diago, ziemlich Zeit. Deine Zeit war 4 Minuten 55 und 72 wow. Hundertstel. Okay, krass. Ja, Gratulation. Herzlichen Glückwunsch. Gratulation an den ersten Platz. Dir auch auf jeden Fall Gratulation, Pablo. Ja, leck mich. Nee, das ist ernst gemeint, doch. Also, du hast einen Traktor gewonnen. Aber ich kann euch beruhigen. Die nachfolgenden drei Plätze gehören auch euch bis auf das Fahrrad. Damit fahre ich nach Hause. Okay, Pablo. Wenn wir es uns aussuchen dürfen. Nee, steht ja schon angeschrieben. Echt? Ihr könnt natürlich untereinander handeln. Ihr müsst mir Bescheid geben, wenn wir die Fahrzeuge auslagern. Okay, gut, dann fange ich mal so an. Pablo, was wünschst du dir denn von diesen drei Geräten? Passt schon, so ist es. Sicher? Ja. Okay. Perfekt. Dann herzlichen Glückwunsch. Oh, cool, danke. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Den Verkauf mal. Ja, danke fürs Organisieren. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch echt viel Spaß mit den Geräten. Und ich habe schon das nächste Programm in Planung. Ja, super. Carlos, auch von meiner Seite aus. Vielen Dank für die Mühe. Nicht dafür. Das tolle Organisieren. Und ja, dann auf ein Bald, ne? Ja, natürlich. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Das wünsche ich mir auch. Und ich würde sagen, ihr müsstet mit den Geräten noch einmal ganz kurz bei mir an den Landhandel kommen. Wir überschreiben die dort eben. Jawohl. So, Leute, aber von unserer Seite war es jetzt das mal. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal an Christian für das Ganze organisieren und aufbauen. Da sieht man wieder, wie wenig Arbeit der Landhandel hat. Sag ich nicht.
Nee, aber war auf jeden Fall ein gelungenes Event. Ja, definitiv. Und wenn es euch auch gefallen hat, lasst ein Däumchen und ein Abo da und haut mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch noch eine Event-Idee, dann schreibt das mal da rein. Und ja, bis dahin sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.